Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf, wo wir vielleicht endlich in den Turm gehen? Maybe, possibly, perhaps? Ich bin gespannt. Du schon wieder? Guten Tag, dir. Wie laufen die Ermittlungen? Es ist sicher langweilig, den ganzen Tag Fragen zu stellen. Wie wäre es zur Abwechslung mit einem Rätsel? Wer konnte damit rechnen? Wahrheit und Lügen. Die sehen alle nicht sehr gesund aus. Hier ist ein berühmtes Rätsel. Lediglich eine dieser drei Personen sagt die Wahrheit, die anderen beiden lügen. Kannst du anhand ihrer Aussagen herausfinden, wer die Wahrheit sagt? Eine sagt die Wahrheit, zwei lügen, ja? Okay. Okay, wichtig ist, dass die beiden sich jeweils noch auf einen anderen beziehen. Boah, das sieht so ein bisschen aus wie aus Trivia Murder Party, die Figuren. So ein bisschen. Ist irgendwie alles nicht okay. So, wenn A die Wahrheit sagen würde und niemals lügen würde, müsste das ja voraussetzen, dass B und C lügen. Demnach wäre von C die Aussage, B lügt. Ja, falsch. Also müsste B dann ja auch die Wahrheit sagen. Demnach, und das funktioniert halt schon nicht. So. Also muss eigentlich es muss eigentlich B sein, der die Wahrheit sagt. Dann würde A lügen. Das passt. B sagt, A lügt. Was auch stimmt. Und B sagt die Wahrheit. Was dann auch stimmt. C lügt. Was bedeuten würde, B sagt die Wahrheit. Und C ist nicht der Ehrliche. Ja. Das passt auf jeden Fall. I think I've got it. Layton's apprentice saves the day. Wie er sich freut. Großartig. Offensichtlich war das viel zu einfach für euch. Wissen Sie, warum sieht er uns jetzt, nachdem er uns gerade geduzt hat? Ich schreibe gerade an einem Kriminalroman und Sie sind die Vorlage für die Hauptfiguren. Deswegen beobachte ich Sie so genau. Je mehr ich über Sie erfahre, desto besser. Dürfte ich mal an Ihrem Hut riechen? Also viel Glück, ich werde Sie im Auge behalten. Leselampe. Naja, wenn Luke gerade die Bücher hat und das Bücherregal, dann kriegt er auch die Leselampe. Also noch ein Rätsel? Oder bist du fertig für heute? Lasst euch von meinem penetranten Blick nicht beunruhigen. Das ist das untrügliche Auge des Romanciers. Natürlich. Man hört nichts Gutes über diesen Turm. Okay, das ist auch nichts Neues. Ich würde mal, bevor wir jetzt nach Norden gehen, die hier nochmal kurz abfrühstücken, gucken, ob die neue Rätsel haben. Will ich auch nochmal in die Villa gehen? Puh, Ärger macht vielleicht Appetit. Bin ich vielleicht hungrig? Ah, okay. Du hast Boah. Okay. Wieso hetzt ihr euch so ab, nur um anderen zu helfen? Wie öde, kommt ihr euch nicht doof vor? Nee. Kommen wir nicht, wir helfen anderen Leuten gern, weil wir nicht so asoziale Mistbratzen sind wie du. Gott, nervt mich das bald, ne? Hast du noch was zu sagen? Wahrscheinlich nicht. In die Villa latsche ich jetzt nicht nochmal. Okay, den Text.
6 kennen wir auch schon. Dann wackeln wir mal nach Norden. Wenn die schon auf dem Weg sind, die haben aber wahrscheinlich auch nichts Neues, oder? Nope. Und nein, auch das ist nichts Neues, okay. Oh, warte. Da können wir jetzt rein, das ist neu. Guten Morgen, bin sehr lange auch mal wieder hier gelandet. Freue mich sehr, Professor Layton zu sehen. Eine deiner Lieblingsreihen. Willkommen zurück. Schön, dich mal wieder zu sehen. Und zum Thema Lieblingsreihen. Also vielleicht nicht direkt im Anschluss, aber wenn wir mit dem geheimnisvollen Dorf durch sind, ist da auf jeden Fall Nachschub da. Achso, er steht hier. Ah, stimmt, das war seine Bude. Hier hatten wir ja den Tisch untersucht. Okay. 24-Stunden-Stream und so? Ich bin zu alt für den Scheiß. Entschuldigt bitte, ich will euch nicht aufhalten, aber könntet ihr mir vielleicht ein Rätsel lösen? Vielleicht könnten wir auch den Krampf in deinem Nacken lösen. Rätsel 109, Herr Faulpelz. Für 30. Oh weh, vor dir sitzt der faulste Mann der Welt. I'm looking at you, Chad. Weit und breit bekannt für seine Abneigung gegen körperliche Aktivität hat... Was? Achso, weit und breit bekannt für seine Abneigung gegen körperliche Aktivität hat dieser Schneckerich sein Haus so eingerichtet, dass er alles von seinem Sessel aus erreichen kann. Ausgefallene Gerätschaften wie Angeln, Teleskoparme und starke Magneten helfen ihm dabei. Nur einen Ort kann er trotzdem nicht erreichen, ohne seinen Hintern zu bewegen. Welcher Ort ist das? Sein Hintern. Verschiebe den Kreis. Also... Das wird jetzt so eine Scherzfrage sein, ne? Weil er nicht an seinen Hintern kommt, weil er drauf sitzt. Quasi. Alles andere wäre halt so... There we go. Ja. Okay. Critical thinking is the key to success. Stimmt genau. Er kann nicht unter seinen Sessel greifen, ohne seinen Hinterteil zu lüpfen. Klar kann er unter seinen Sessel greifen. Aber wenn sein Werkzeug wirklich so gut funktioniert, wie es scheint, wird sich diese Träne wohl wirklich nie mehr aus dem Sessel schälen. Was? Hab tatsächlich vor 2 Monaten... auch viele wieder durchgespielt. Die gibt's ja inzwischen fürs Tablet. Ja, die gibt's inzwischen als HD-Remake. Nicht alle, die ersten 3, glaube ich. Ja, wobei, nee, es sind mehr. Die ersten 3 und die DS, die 3DS-Teile, die beiden. Ich bin mir gerade unsicher. Ah, so geht das also. In meiner Glanzzeit hätte ich dieses Rätsel im Schlaf lösen können. Ach, ich denke, ich werde alt. Teakholztisch. Ich habe gerade keine Ahnung, wer noch einen Tisch hat. Läden kriegt den erstmal. Hast du noch eins? Hallo nochmal. Wollt ihr noch einen Blick auf den Schreibtisch werfen? Eigentlich nicht. Aber der Hundi hat noch was. Ah, noch eine Münze. Okay. Na dann. Wie viel früher wir diesen Hund hätten haben können, wenn ich nur einmal irgendwie... Wenn ich nur einmal aus der Stadt rausgelaufen wäre. Okay. Hinaus.
So richtig präzise ist er aber... Ah, da in der Ecke, okay. Ich kann sagen, so 100% präzise ist er aber auch nicht. Okay, dann... Gehen wir hier hin. Du schon wieder. Gott, keine Ahnung mehr, welche Stimme sie hatte. So sieht man sich wieder. Ich sage euch eure Zukunft voraus, wenn ihr ein Rätsel für mich löst. Mhm. Ja, das ist die 74, okay. Fensterbruch. Eines dieser vier Kinder hat beim Spielen mit einem Ballwurf dein Fenster ruiniert. Die vier sagen Folgendes. Ach, schon wieder so ein Lügending, okay. Du weißt, dass der Schuldige lügt, allerdings lügt mindestens eines der anderen Kinder ebenfalls. Kannst du herausfinden, welcher Rotzlöffel dein Fenster auf dem Gewissen hat? Also es lügen mindestens zwei Kinder. Es können auch alle lügen, oder? A sagt, ich war's nicht. B sagt, wenn ich ehrlich sein soll, ich war's. Okay, du weißt, der Schuldige lügt. Also kann B es definitiv nicht sein. Weil dann müsste der Schuldige die Wahrheit sagen. Also B können wir rausstreichen. Ich kann mal wieder nicht malen. Okay. Sei nicht sauer auf A, er war es nicht. Okay, D sagt, B hat es nicht getan, ich schwöre. Damit sagt D auf jeden Fall die Wahrheit. So. Das heißt, A oder C ist es. Ich schwör. Immer ein B war's nicht. Schwör, Digga. Die sehen... Ah, nee. Sehen nicht so aus, als würden die so reden. Halt gar nicht. Okay, also es muss A oder C sein. Wenn A es war, würde A lügen. Das ist richtig. C würde auch lügen. Nee, C würde die Wahrheit sagen. Dann würden A und B lügen und C und D die Wahrheit sagen. Und das ist fein. Das geht auf jeden Fall auf, da widerspricht sich nichts. Okay, also gehen wir es sicherheitshalber nochmal durch. Wenn A es war, wissen wir, A lügt. Und behauptet, ich war es nicht, obwohl er es war, das passt. B sagt, wenn ich ehrlich sein soll, ich war es, hatten wir schon ausgeschlossen, das funktioniert nicht, weil der Schuldige ja lügt. Also kann B es auf jeden Fall nicht gewesen sein, B lügt aber auch, definitiv. Damit haben wir schon zwei, die lügen. C sagt die Wahrheit. Nein, Moment, C lügt auch. Sei nicht sauer auf A, er war es nicht. Das wäre auch gelogen. Das schließt aber auch gleichzeitig aus, dass C selber der Täter ist. Also das müsste er halt die Wahrheit sagen und das tut er ja offensichtlich nicht. Und D sagt, B hat es nicht getan, ich schwöre. Was definitiv die Wahrheit ist. Ja, also A macht absolut Sinn. There we go. Every puzzle has an answer. B und C haben gelogen, obwohl sie das Fenster nicht eingeworfen haben. Am besten legst du sie gleich mit übers Knie. Ja, how about no? Ich schieb sie einfach durch das kaputte Fenster. Wir werden schon sehen, was sie davon haben. Morgen wird es wie aus Eimern regnen. Hängt eure Wäsche drinnen auf, wenn sie trocken werden soll. Okay. So noch ein...
Hast du noch ein Rätsel und schlechte Fleischereiwortwitze? Seid ihr sicher, dass ich euch nicht für etwas Wurst begeistern kann? Ein echt mattes Angebot. Okay, danke. Ja, dann gehen wir jetzt mal vorwärts. Das konnten wir nämlich vorher nicht. Also, ich klicke doch mal ein bisschen rum, gucken mal, ob der Hund hier noch irgendwo auftaucht. Sieht nicht so aus, okay. Da hatte ich eher mit einer Münze gerechnet, aber okay. Ich nehme auch ein verstecktes Rätsel, wollte ich sagen. Die 119, rot und blau 1, oh no. Und nicht doch, das ist doch wieder nur so ein Schiebedinget, oder? In der Kiste unten befinden sich rot und blaue Kugeln. Wieder eine Hintergrundfarbe, naja, falsche Seite. Buxiere die roten Kugeln auf die... Okay. Jetzt auch egal, wie viele Züge wir brauchen, da funktioniert die Steuerung halt eh wieder nicht vernünftig, von daher, I don't care. Okay, dann schiebe ich dich mal rüber. Macht das Sinn? Und dich auch. Und dich erstmal hier hin. Ist ein bisschen ungeil. Ich glaube, du darfst die Maus nicht zu schnell bewegen. Ah, maybe. Aber ganz ehrlich, da ich halt keine Voraussetzung habe, wie viele Sachen ich bewegen darf, ist es mir halt auch relativ egal gerade, um ehrlich zu sein. So, wie hatte ich das denn gerade gemacht? Also, hier musst du raus, du musst runter, dann gehst du hoch, dann gehst du hoch, dann gehst du dahin, dann gehst du hierhin, dann gehst du darüber. Es geht wahrscheinlich auch so in 15 Zügen oder so, aber völlig egal. Das ist halt so ein Wimmelbild-Puzzle, ist also, ja, 30 Züge. Nein, ich will es nicht nochmal versuchen. Das Rätsel war aber schwierig. Fand ich nicht. Hi, Dragon. Vielen Dank fürs Erinnern. Habe ich gerade hingeklickt, bevor der Hund kam. Aber okay, meinetwegen. So, eine Münze fehlt noch, ne? Ah, da ist sie. Okay. Cool, rein können wir da nicht. Dann gehen wir mal weiter. Gott, nochmal ein Charakter. Und ein Zettel auf dem Boden. Sag mal, ich klicke irgendwie dreimal den Zettel auf dem Boden an und da muss erst der Hund einen Hinweis geben, dass irgendwo anders was liegt. Warum? Oh, was liegt denn hier? Sieht aus wie ein beschriebenes Stück Papier. Lies mal vor, Luke. Moment, Professor. Seit Baronin Viola verschieden ist, ist der Chef nicht mehr er selbst. Er scheint sich nicht zu erholen. Darum habe ich beschlossen, ein neues Modell im Gedenken an Baronin Viola zu bauen. Ich kann nur hoffen, dass der Baron sich darüber freuen wird. Ich hab's gesagt, da modelliert jemand die Leute. Aha, jetzt ergibt es einen Sinn. Ich denke, ich weiß, wer der mysteriöse Autor sein könnte. Wer auch immer das gerade gesagt hat. Ich habe mein Äußerstes gegeben, um den Chef aufzumuntern. Wenn ich mir San Mister so ansehe, sehe ich ein geschäftiges, blühendes kleines Dorf. Mit so vielen Dorfbewohnern, die ihm Gesellschaft leisten, wird er vielleicht wieder glücklich. Damit endet die Seite. Professor, was ist los? Sie sehen sehr nachdenklich aus. Ich kann meinen Verdacht noch nicht bestätigen, aber ich vermute, die Angelegenheit hat riesige Ausmaße. Also damit,
bin ich mir relativ sicher, was mit den Leuten passiert, die entführt werden. Aber ich weiß noch nicht, warum es dann donnert. Verstecktes Rätsel. Die 120? 117. Würfel malen, oh no. Vor dir hast du einen Papierwürfel von höchstpersönlichkeitsneutralem Weiß, welchen zu bemalen du dich eben jetzt anschickst. Oh Gott. Dabei willst du erreichen, dass aneinandergrenzende Flächen stets verschiedene Farben sind. Wenn du drei verschiedene Farben hast, wie viele Möglichkeiten gibt es dann, diese Bedingung zu erfüllen? Eine. Es soll sich jeweils um eine eigenständige Variante handeln, nicht um dieselbe mit ausgetauschten Farben oder einem rotierte. Außerdem darf keine Fläche unbemalt bleiben. Ja, dann eine. Nehme ich halt immer, die gegenüberliegenden Seiten haben die gleiche Farbe, sonst würde es halt nichts. Well, here's my guess. Lightning's apprentice saves the day. Ja. Also wichtig war halt, dass sie dazu gesagt haben, ne, Farben tauschen und so ist egal. Und also es kommt nicht aufs Rotieren drauf an, dann wären es halt drei verschiedene Möglichkeiten gewesen. Naja, dann wären es sogar sechs verschiedene Möglichkeiten gewesen. Oder? Wait a second. Ja doch, je nachdem, was dann oben liegt. Jeweils, ja. Aber da drehen egal war, so hier liegt auch noch irgendwo was, ne? Weißt du, du klickst eine Sache an und dann muss aber erstmal der Hund dazwischen springen. So, hier irgendwo? Wo denn? Nicht rein. Ja, sah sie mal einen an. So schöne junge Männer sieht man hier selten. Ihr seht frisch aus, aber seid ihr auch schlau? Versucht euch doch mal an diesem Rätsel. Wir lösen ihr Rätsel sehr gern, werte Dame, aber ich denke, wir kennen uns noch nicht. Sie sind... Gott, es ist die Mutter von Batman. Nee, doch, es ist die Mutter von Batman. Es ist Martha. Ihr wollt wissen, wie ich heiße? Dann schlage ich euch... Das sage ich euch, wenn ihr das Rätsel löst. Ist ein bisschen anstrengend mit den ganzen SCHs da drin. Asse und Joker. Ich sag doch, das ist die Mutter von Batman. Du hast ein Kartenspiel mit 52 Karten und einem Joker. Also 53 Karten, ja? Gut gemischt und verdeckt auf dem Tisch verteilt. Du kannst also nicht wissen, welche Karte wo liegt. Anschließend beginnst du, die Karten einzeln umzudrehen. Angenommen, dass du dieselbe Karte nicht zweimal umdrehen kannst, wie hoch ist die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass du alle vier Asse umgedreht haben wirst, ehe du den Joker erwischt? Okay. Da muss es... Da muss es irgendeine logische Schlussfolgerung für geben. Das werden wir nicht rechnen müssen. Also wir werden jetzt keine Wahrscheinlichkeitsrechnung machen müssen. Es gibt auf jeden Fall eine Wahrscheinlichkeit, dass wir... Das ist eigentlich ganz logisch, oder? 50%. Also entweder drehen wir alle Asse vorher um oder halt nicht. Okay, ich weiß nicht, wo welche Karte liegt und ich drehe die einfach alle nacheinander um. Es gibt eigentlich nur eine Situation, es gibt nur eine Situation, wo wir den Joker nicht vor
dem vierten Ass umdrehen, nämlich wenn der Joker die letzte Karte ist, aber das ist Unfug. Ich meine, die vier Asse und der Joker können ja zufällig auch die ersten fünf Karten sein, die wir umdrehen. Das ist nur ein 40er, okay. Einzeln umzudrehen, okay. Warum ist denn der Hinweis von nicht zweimal umdrehen gegeben? Verstehe den Sinn davon nicht. Ja, ich ehrlich gesagt auch nicht. Also, ja, für die Wahrscheinlichkeitsrechnung ist es relevant, aber ich meine, ist es halt so, also wahrscheinlich haben sie es einfach nur dazu geschrieben, damit es halt klar definiert ist, im Gegensatz zu dem einen oder anderen Rätsel, wo das nicht der Fall ist. Es ist halt so, ihren Nui-Wahrscheinlichkeiten und dem Rest? Pf, keine Ahnung, Alter. Wahrscheinlichkeitsrechnung ist, lass mich kurz auf die Uhr gucken, ungefähr 14, 15 Jahre her, dass ich das zuletzt gemacht habe. Ernsthaft? Und auch da schon nicht ernsthaft, um ehrlich zu sein. Also zumindest in dem Bereich. Aber wir sind hier halt auch nicht bei irgendwie, die Frage ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du den Joker umdrehst? Ist sie das wirklich? Die ist halt 1 zu 53, nee, 1 zu 52. Beziehungsweise 1 aus 53, je nachdem, wie man es formuliert. Der Rest ist doch egal. Ja, ist es das? Also, sobald ich den Joker nicht als eine der ersten vier Karten ziehe, ist es halt so eine Sache von, ja, könnte jetzt noch gut gehen oder könnte halt nicht. Warte. Wird wieder irgend so was ganz, ganz Bescheuertes sein, wo man einfach so stumpf irgendwie, keine Ahnung, 75% sagen kann oder so. Oder 25 oder keine Ahnung. Aber ich glaube halt nicht, dass man da ernsthaft rechnen muss. Das wird sich irgendwie, also das war bislang nie der Fall und man konnte sich es halt immer irgendwie logisch erschließen. Oder zumindest auch logisch erschließen. Klar kann man das mathematisch jetzt ausrechnen. Will ich aber auch gar nicht. Es gibt eine einfachere Methode und die würde ich gerne sehen. Aber ich glaube, dafür brauche ich einen Hinweis. Abgesehen davon wäre halt nur die Wahrscheinlichkeit, den Joker umzudrehen. Mit 1 zu 52, wie viel Prozent sind denn das? 1, noch was. Aber ich werde hier halt keine Kommazahl eingeben müssen.
2, noch was. Nee. Ja doch, knapp 2. Aber ich werde hier halt nicht 2, noch was eingeben. Ich nehme einen Hinweis. Passt schon. Befinden sich 4 Asse. Jedes Mal, wenn du eine Karte umdrehst, erhöht sich die Chance, dass du ein Ass erwischt. Aber eigentlich ist das völlig irrelevant. Überlege, welche weitere Variablen du nicht berücksichtigen musst. Grob 3, ja, grob 3 auf jeden Fall. Ja, die Chance auf ein Ass ist mir halt völlig egal. Die Frage ist halt nur... Wie hoch ist die Chance, dass ich den Joker vor dem 4. Ass erwische? Es ist... Überlege ich mir das gerade richtig? Ich würde gerade sagen 50%. Nee, 2% ist Unfug. Also, es geht ja eigentlich nur um 2 Karten. Das letzte Ass, welches auch immer das ist, und den Joker. Na, wobei. Nee, die Chance muss eigentlich höher, oder? Nee, eigentlich ist das Unfug. Aber es ist 50%. Also, doch, die Frage ist, wann... Okay, jetzt verstehe ich gerade, was du meinst mit die Frage ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du den Joker umdrehst. Aber halt jedes Mal. Nicht nur halt einmalig beim kompletten Deck, sondern halt jedes Mal. Also wenn's die ersten 3 Karten halt nicht der Joker sind, dann ist die Chance ja, also die prozentuale Wahrscheinlichkeit ja größer, dass die nächste Karte der Joker ist. Ja, irgendwie sehe ich es immer noch nicht. Nämlich die Wahrscheinlichkeit, die 4 Asse vor dem Joker zu erwischen. Ja, richtig. Die anderen 4 Karten haben damit gar nicht, die anderen 48 Karten haben damit gar nichts zu tun. Stimmt, die können wir eigentlich komplett rauslassen. Das ist der Punkt. Wir können die anderen 48 Karten einfach komplett ignorieren. Und damit haben wir einfach eine 80%ige Wahrscheinlichkeit. Ne, Moment. Wie ist die Frage? Wie hoch ist die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass du alle 4 Asse umgedreht haben wirst, ehe du den Joker erwischt? Und das ist 20%, oder? Weil es nur einen von 5 Fällen gibt. In dem das der Fall ist. Nämlich, wenn der Joker die 5. Karte ist, die wir aufdecken. Also die anderen 48 mal rausgelassen. Wenn der Joker die 1., 2., 3. oder 4. Karte ist, funktioniert es nicht. Es funktioniert nur, wenn der Joker die letzte von den 5 Karten ist. Also 20%. Klingt logisch, oder? Es ist ja auch völlig egal, welches Ass wir zuerst oder als zweites oder sonst irgendwas aufdecken. Es geht ja dann wirklich, wenn wir die 5 Karten betrachten, nur noch um den Joker. Wann ziehen wir den?
Und wir haben eben eine 20% Chance, dass er, also dass der Joker die letzte Karte ist. Und damit haben wir eine 20%, also zumindest am Anfang. Ne? Es ist jetzt halt die Frage, also wir müssen ja schon von dem Zeitpunkt ausgehen, wo noch alle Karten verdeckt sind. Sonst wird es halt super weird. Und da ist es dann nämlich plötzlich nicht klar definiert. Also wir müssen von der Wahrscheinlichkeit ausgehen, wenn noch keine Karte umgedreht ist. Und dann ist es 20. There we go. Na. Critical thinking is the key to success. Ja, mit genau der Begründung, die ich gerade gesagt habe. Das ist richtig. Hübsch und schlau, Sie sind ja ein richtiger Fang. Ich bin Magda und ich liebe Karten. Besonders gerne mag ich Kartenrätsel. Ich muss sagen, ich schätze die Gesellschaft von hübschen Männern durchaus. Professor, hatten wir nicht noch irgendwas vor? Er hat doch bestimmt noch ein Kartenrätsel für uns, oder? Nicht? Okay. Oh, sie möchte plaudern, aber Luke möchte nicht. Tut mir leid, werte Frau, aber ich denke, wir müssen weiter.